Auf ein neues Tagesaufgabe. Bitte, bitte, bitte diesmal... Mauscursor weg. Bitte, bitte diesmal etwas weiter. Wir nehmen mal. Ich glaube, ihn hier hatten wir doch gar nicht. Kann das sein? Ja, nehmen wir mal ihn hier. Vielleicht haben wir mit ihm hier ein bisschen mehr Glück. So. Die Spinne da ist verlockend auszulösen, aber da würden wir Schaden bekommen. Das ist nicht schön hier. Ich hätte eigentlich den Schädel nehmen sollen und damit die Stachelfalle da, Quatsch, die Pfeilfalle da unten auslösen. Ich will keine zwei Schaden bekommen, also mache ich sowas. Eigentlich wollte ich nur noch unten schmeißen, aber okay. Die Blondine ist da. Kommen wir da hin? Ich gucke erstmal. So. Zing, zing, zing. Oh. Pfeil-Ping-Pong. Nee, wir kommen nicht zu ihr. Sie kommen wieder zurück. Nein, wir kommen nicht wieder zurück. Ich will aber die Blondine haben und ich will die Kiste haben. Also noch ein Seil verbrauchen. Noch eine. War doch hier, ne? Nee, war nicht hier. Hier war noch was anderes. Okay. Wenn schon Ressourcen verschwenden, dann richtig. So, Spinne tot. Das hätten wir auch noch erledigt. Ganze Gold einsacken und dann hier durch. Und in der Kiste kriegen wir hoffentlich drei neue Bomben. Jupp, goodie. Nein, ich will erst da hoch. So, also wir haben eine Bombe mehr als am Anfang. Wo springen wir uns durch? Wart mal hier. Hier springen wir uns durch. Die Stachelfalle, Pfeilfalle haben wir schon ausgelöst. Oh, da sind ganz schön viele Golddinger. Zeug. Du, wart mal hier. Du tust ihr nicht weh, richtig? Richtig. Du tust nur uns weh. Zeug. So, Beilung. Ich glaube, der Geist kommt bald. 2-for-1. Wir haben schon 16.000. Kein Leben verloren und Geist kommt. Ausgang? Ausgang. Das war ein richtig schönes erstes Level. 18.000 Gold. Küsschen, kein Schaden genommen. Eine Bombe extra. Okay, dafür zwei Seile weg, aber... Wir werden wahrscheinlich eh nicht bis ins Eislevel kommen. Das passt schon. Aber falls wir unterwegs irgendwo einen Händler sehen, der Seile verkauft, müssen wir zugreifen. Eine Vase, kleines Gold. Ist so wirklich berauschend. Okay, also rechts lang. Lauf, 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 lauf. Dich lösen wir mal aus, nur für den Fall. Da ist gar nichts. Okay. Da war gerade ein Händler. Da muss ich unbedingt denken. Da ist ein Händler. Keine Steine in die Richtung schmeißen, keine komischen Götzen auslösen und alle Bomben kaufen. So, kaputt. Kaputt. Dich gleich abgeben und danach können wir die ganzen Vasen noch kaputt machen. Komm her. Also, Vase Nummer 1. Nix. Vase Nummer 2. Schlange. Und da drüben will ich nichts riskieren, also gehen wir jetzt einfach raus. Zoing. Schön viele Bomben. Immer noch wenig Seile. Küsschen, kein Schaden. Alles gut. Blondine, kommen wir da hin? Vielleicht. Oh, da ist eine Mutterspinne. Die muss ich mir merken.
So war das nicht geplant. Wir kommen nicht zu der Blondine. Außer wir sprengen uns irgendwo lang. Dazu müssten wir nach oben kommen. Nach oben kommen wir nicht wegen nur zwei Seile und ich will nicht das letzte Seil verbrauchen. Oder die letzten Seile verbrauchen. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Spreng dich. Wusch. Dich lassen wir in Ruhe. Garstige Shopkeeper. So. Gehen jetzt einfach raus. Ja. Also zur Blondine will ich jetzt nicht, weil die Seile sind momentan irgendwie wichtiger als ein Lebenspunkt. Tut mir leid, Blondine. Oh. Die Pfeilfalle wurde noch nicht ausgelöst. So, das war's mit dem Level. Schade eigentlich. Und na gut, wir haben Gold gemacht. Und das Klebezeug. Ja, klingt jetzt nicht so wirklich berauschend. Genau. Ganz viele Edelsteine. Oh, und da ist die Blondine. Aber warte mal, nicht wieder denselben Fehler machen. Wir wollen jetzt uns nicht irgendwo runterspringen, wo wir nicht wieder rauskommen. Erst alle Edelsteine einsammeln. Und Gold und was weiß ich. Und dich sprengen. Ja, die ganzen Edelsteine sind auf der anderen Seite gelandet. Au. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Blondine. So, da kommen wir nicht hoch. Nö. So, jetzt zur Blondine. Und zwar hier. Ich hab's irgendwie kommen sehen. Ja. Doofe Pfeil. Okay, wir sind bei 3 Lebenspunkten. Wenn die Blondine uns gleich küsst, sind wir wieder bei 4. Also Ausgangslage. Naja, das wird alles zu knapp. Ich werde mich jetzt eigentlich schon beeilen müssen wegen dem doofen Geist. Das war ein guter Wurf. So, was haben wir da? Seile. Sehr schön. Spikes. Warum nicht? Umhang. Ja. Weiter werfen. Ach, wir sind gerade in Shopping-Laune. So. Ich hoffe einfach mal, dass die Sachen, die wir jetzt gekauft haben, dafür sorgen, dass wir auch wesentlich weiter spielen können. So, dich werden wir nicht mehr abgeben können, denke ich. Dazu müssten wir hier ganz nach oben laufen und das wird nichts. Ja, nee, raus hier. Ziemlich gut ausgerüstet, wenig Lebenspunkte und im Dschungel, wo man recht schnell recht viele Lebenspunkte verliert. Haben wir echt den Schlüssel mitgenommen? Okay. Zeug. So, die Kiste da unten hätte ich gerne. Die Blondine hätte ich auch ganz gerne. Also sprengen wir uns hier durch. So. Nehmen wir die Blondine gleich mit. Ja. Doofer Affe. So, wo lassen wir die Blondine? Ist es da unten irgendwo sicher? Ich kann nicht sehen, ob es da unten sicher ist. Okay, dann so. Mist. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich hoffe mal, du lebst noch. Wo bist du hin? Da bist du hin. Au, 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 au. Das war knapp. So, wieder auf 4 Leben. So, nicht mein Junge. Ja, das Level hat jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Raus. Okay, ich habe auch das halbe Level verpasst. Also die ganze linke Seite habe ich gar nicht abgeklappert.
brauche mehr Seile oder Kletterhandschuh. Der Kletterhandschuh ist so dermaßen geil. Der grüne. Geh weg, Frosch. Warum bist du tot? Ich bin nur einmal auf dich raufgesprungen. Ach, Stachelschuhe. Stimmt, da war was. Oh, sehr gut. Schon mal eine Investition, die sich gelohnt hat. Kann ich mit den Stachelschuhen auf die Pflanzen raufspringen? Das wäre sehr praktisch. Ist hier noch was? Ja, eine Tiki-Falle. Ich mag keine Tiki-Fallen. Ich höre eine Blondine. Da ist die Blondine. Kommen wir da irgendwie hin? Nein. Okay. So, du kommst mit. Du wartest hier. So, hinter dem Baum. Hier so ungefähr. Husch, Baum ist weg. Ausgang ist weiter rechts. Wir kommen nur nicht mehr hoch, weil wir keinen... Doch, wir haben ja Seile, stimmt. Aha. Dann sogar ganz viele Seile. Ich will nicht. Oh, ich kann auch gar nicht. So, fall runter. Weg. Okay. So, tot und dich abgeben und fertig. Wir sollten eigentlich noch links die restlichen Sachen machen. Aber da ist ein Tiki-Falle im Weg und ich will endlich wieder auf 5 Leben kommen, also raus hier. So, Knutschi, 5 Leben. Gib mir bitte, bitte einen Händler mit Kletterhandschuhen. Eine Küsschen-Dingens. Ne, das will ich nicht. Da könnte ich jetzt testen, ob wir mit den Stachelschuhen die umbringen können, aber... Nein. Das ist doof. So eine Kettenreaktion. Einmal getroffen, dann Ping-Pong, dann nochmal getroffen und alles vorbei. Und wir sind genau auf 40.000. Okay, wir haben auch recht viel ausgegeben für Umhang und Spikes und was weiß ich. Aber ja. Er hier hat sich ganz gut geschlagen. Gesagt vom Dickie-Mann totgeschlagen. Gucken wir mal, was die Bestenliste sagt. Bestenliste sagt Platz 5. Okay, der Beste hat nur doppelt so viele Punkte. Ja. Na gut, nicht berauschend, aber war schön chaotisch. Und wir sehen uns morgen wieder.